Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys Neue Augen. Im letzten Part, da sind wir aus dem Kloster geflohen und haben uns hier wiedergefunden mit der Karte, die wir jetzt eigentlich anschauen wollten, die aber nicht so recht will. Die Karte hatte ein ungewöhnliches Eigenleben entwickelt. Lilly fand das sehr ungezogen. Ja, nicht nur die Karte hat ein Eigenleben entwickelt. Auch die Titel sind mal wieder weg. Wir folgen ihr. Wo kommen wir denn da an? Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Oh, wie gemein. So, was haben wir denn hier jetzt überhaupt? Wir haben ein Fahrrad, wir haben eine Luftpumpe, das Gitterfenster und ein Pizzakarton. Pizzakarton, das riecht nach Essen. Eine Chilischote oder Chilischoten. Oh Gott, Entschuldigung, ich musste niesen. Ja gut. Die Pizza nehmen wir nicht mit, schade. Das musste das Polizeiauto sein. Ja. Wenn bei Lilly die Luft raus war, dachte sie an Dinge, die ihr niemand nehmen konnte. Knochen. Also Knochen kann ihr niemand nehmen. Augenblick. Entschuldigung, ich musste mich kurz schneuzen. Sonst würde ich gleich nochmal niesen, was trotzdem wahrscheinlich passiert, aber gut. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Ja, wahrscheinlich. So, ich weiß gar nicht, wo das Kitzeln jetzt gerade in der Nase herkommt. Bis gerade eben war noch alles gut, jetzt nehme ich auf und jetzt habe ich ein Kitzeln in der Nase. So, wir gehen aber mal in die Polizeiwache. Der wirkt ziemlich nervös, der Polizist. Was haben wir denn hier alles? Eine Karte, ein Alkoholtest, Weingummis, Dose Valium, Polizist und ein gelber Stift. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Meinst du die blauen Flecken? Na gut, wir nehmen den mal mit. Hallo, nimm den mal bitte mit. So, dann... Valo sagt direkt, dieselben Valium-Tabletten hatte die Oberin vergangenes Jahr benutzt. Die besseren Ergebnisse erzielte man aber mit Morphotinol akut. Aha, okay. Wir nehmen die einfach mit, der Polizist interessiert sich dafür gar nicht. Cool. Die Weingummis sahen lecker aus. Lilly nahm das als Indiz dafür, dass sie nicht essen durfte. Schade, aber mitnehmen darf man sie doch sicher. Ha, sehr schön. Jetzt können wir mal mit dem den Polizisten mal anschauen, so. Der Polizist zitterte am ganzen Körper. Dabei war es hier drin doch gar nicht so kalt. Ja, da war das Fenster offen. Also, zumindest hat er die Vorhänge weggezogen. Was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Natürlich. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Aha. Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Beweise? Ich bin der lebende Beweis, aber gut. Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten? Ja, natürlich. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen mich darf? Mich selbst natürlich. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Na, schade. Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten? Nein.
Na, so ein Glück. Ich wäre nur höchst ungern vor die Tür gegangen. Seit Dr. Marcel die Leitung seiner Anstalt schleifen lässt, wimmelt es hier nachts nur so von entlaufenen Irren. Am besten, man bleibt zu Hause und versteckt sich hinter seinem Schreibtisch. Das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Oh ja. Na gut. Wir nutzen mal den Alkoholtest. Natürlich zeigt er alles in Ordnung an, war klar. Die Karte lag außer Reichweite. Als ob Lilly da nicht durch die Stäbe hier passen würde, so dünn wie die ist. Aber gut, wir wollen ja nicht in das Gefängnis einbrechen. Nachher werden wir noch wegen dem Einbruch eingebuchtet. Okay, wir haben hier noch den Wegweiser, davon da kamen wir aber. Eine Bar und ein Friedhof. Wir gehen aber erstmal in die Bar, würde ich sagen. Dahinter, im Hinterhof waren wir ja schon. So, na gut, dann schauen wir uns jetzt mal ganz genau um erstmal. Wir haben hier einen Flunderautomat. Flunder to go. Wie praktisch. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Oh, warte mal, da hängt eine Schweinmaske und eine neonpinke Leuchtreklame. Die können wir einfach so nehmen, okay. Nachdem ihr Vater auf See verschollen war, hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sich ja lange dafür sammeln müssen. Ja, bestimmt. Nehmen wir die auch mal mit? Dürfen wir das denn? Der Barmann interessiert sich dafür nicht. Lilly hatte noch nie einen Barmann gesehen. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass sie normalerweise keine Nachthemden trugen. Ja, na gut. Wir sprechen ihn mal an. Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Ganz ohne Eltern. Allein. In der Nacht. Wie nett. Was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde. Der Alkohol... Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte. Den Volcano Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Oh. Wenn du etwas bestellen willst, zeig es mir einfach auf der Karte. Oha, wir haben hier den Neon Drink, den Volcano Berserker und ein Betäubungsgift Sunny Cup. Okay. Für den Neon Drink haben wir schon scheinbar fast alle Zutaten zusammen. Ebenso für den Sunny Cup, aber hier kennen wir die Zutaten nicht. Na gut. Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein? Dann kann ich dir... Schade, was ist eigentlich mit dem... Wenn du etwas... Was ist eigentlich mit dem Volcano Berserker, Ein Volcano Berserker? Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das hat der Vorbesitzer mit ins Grab genommen. Oder wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Werden sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Oha, okay. Das klingt ziemlich andeutig, mein Lieber. Ja, ja. Na gut, okay, wir gehen mal auf den Friedhof. Vielleicht finden wir da ja was zu dem Vorbesitzer. Auch wenn ich nicht glaube, hoch, da sitzt jemand. Was haben wir denn da alles überhaupt? Also nicht viel. Wir haben das Mädel, das Feuer und etwas Grünes. Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Alles muss brennen, na gut. Aber nicht jetzt. Lilly mochte Blumen schmecken. Okay, na gut. Dann nehmen wir die Farbe einfach so, wenn er bei der Farbe das gleiche sagt. Ja, hallo, warum nimmst du denn die Farbe nicht? Das Mädchen sah freundlich aus. Ja, gut. Red mal nochmal mit ihr. Was? Ich warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Cordula. Mein Name ist Miranja. Miranja das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung.
Entschuldigung, Kleine. Das kann doch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Wer? Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranja war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Oha, sei doch nicht gleich so böse. Können wir ihr nicht vielleicht Weingummis geben? Hm? Was? Oh, hallo Kleine. Was hast du denn da? Sind das etwa... Ohrenstöpsel? Großartig! Danke! Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Nein. Die sind zu groß. So. Hallo? Hört mich jemand? Ah, viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh, das hätte ich mir denken können. Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis. Das Geheimnis seines ultimativen Drinks. Der Volcano Berserker. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus 3 Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Max Mixo jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. Oha, die hat uns das Rezept erzählt. Steht es denn jetzt auch drauf? Chilischote haben wir schon mal. Revierkraut haben wir nicht. Aber Weingummis... Ach, da liegen ja welche. Miranja schien die Weingummis nicht mehr zu brauchen. Dabei sahen die eigentlich noch ganz lecker aus. Na, lecker. Na gut, die brauchen wir aber eh für was anderes. Von daher, mit der können wir wahrscheinlich jetzt nichts mehr anfangen. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Wir haben schließlich die Neonfarben zusammen. Da können wir uns auch da mal schauen, ob wir da nicht irgendwie vorankommen. Hey, 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 Barmann, ich hätte gerne einen Neon-Drink. Wenn du etwas Neon-Drink, bitte. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge, es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Oha. Na gut. Warte mal. Den trinken wir jetzt hier. Einfach so. Neon Drink. Damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Ja, und jetzt können wir den nicht trinken. Ich würde den gerne benutzen. Lilly vermutete, dass man den Cocktail erst trinken musste, um einen Alkoholtest zu machen. Ja, also dann trink ihn. Ich kann nichts trinken. Ich bin im Dienst und du solltest auch nichts trinken. Erstens bist du viel. Zweitens, ich habe auch... Was? Ich muss noch meine Steuer machen? Na gut, egal. Mit dem Drink kommen wir hier wohl nicht weiter. Lilly konnte die Lösung... Wirklich nicht? Geht es echt nicht? Was sagen denn die Verbote? Kann ich die nicht einfach hier beschwören? Geht scheinbar nicht. Na toll. Na gut, dann müssen wir uns erstmal noch ein bisschen umsehen. Vielleicht finden wir ja noch was, wo uns weiterhelfen kann. Da geht's zur Brücke. Halt, da geht's zum Moorsee. Was ist denn beim Moorsee? Nur das Versteck. Okay. Na gut. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Okay, schade. Na gut, der geht aber wieder gleich weg. Da können wir jetzt nur nichts machen. Dann eben zur Brücke.
Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moosees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleich zu tun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Oh ja, das klingt ja nach einer Menge Ärger, die uns hier erwartet. So, was haben wir denn hier? Eine Futterkrippe. An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Das ist eine gute Frage. Hier ist es scheinbar auch nicht angezeigt. Aber die Kräuter hier am Wegesrand, die machen mich schon ein bisschen stutzig. Na gut. Garrett tat, was er am besten konnte. Lauschen. Ah! Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Die gibt's scheinbar also wirklich, na gut. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Okay, können wir dienen. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Jetzt meint sie plötzlich, dass es Pfleger sind. Na gut, egal, wir gehen mal zurück. Hier werden wir scheinbar nicht fündig, schade. Na gut, dann... Was bleibt mir denn dann noch? Neondrink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Scheinbar funktioniert es so aber nicht. Kann man denn irgendwas reinmachen? So aufregend war das nun auch wieder nicht. Oh. Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. Wie sollte das dann ein alkoholfreier Cocktail schaffen? Gute Frage. Ich habe aber keine Idee, wie ich das jetzt irgendwie... Lilly konnte die Lösung für... Wie ich das jetzt vorantreiben kann. Echt seltsam. Ich weiß echt nicht, was ich machen kann. Ich weiß ja nicht, wie ich den trinken kann. Lilly wird ja nicht angezeigt. Neon! Das geht aber auch einfach nicht so. Ich kann ihn ihr ja nicht geben. Na gut, wir müssen irgendwie schaffen, dass wir in die Zelle kommen. Und wie wir jetzt überhaupt Fortschritt bekommen. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen kleinen Schritt machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.